Ich versuche das jetzt zum dritten Mal. Irgendwie klappt das nicht. Entweder kommt meine Eltern quatschen oder meine Musik geht anständig. So. Willkommen auf meinem Kanal auf Bastelunge. Ich habe vor, mit euch ein Goodiebag zusammenzubasteln. Und ja, ich habe euch schon, damit das Video nicht zu lang wird, habe ich schon die Umschläge angeklebt und auch aufgeschnitten mit meinen super, super. Das kann ich echt empfehlen. Ich werde mal gucken, ob ich das bei von Amazon verlinke. Das ich nehme von Amazon die normalen Links. Also ich kriege keine Provision davon. Ja, hat privatliche Gründe. Genau. Aber auf jeden Fall kann ich das Teil, kann ich auf jeden Fall die Maschine empfehlen. Und damit das Video nicht gesprengt wird, fangen wir an. So. Ich hoffe, es wird wieder bald Winter, weil die Hitze halte ich echt momentan nicht aus. Momentan regnet das, aber angeblich soll es 17 Grad haben. Ich fühle gerade hier in meinem Bastelzimmer gerade 23 Grad. Mein Bastelzimmer durch die Leuchte und ich habe ja durch meine Bodenheizung, ich habe ja Bodenheizung, weil unter mir ist nämlich der Heizungskeller. Fühle ich mal ein bisschen mehr Grad. Ja. So. Schön zusammengeklebt. Jetzt muss ich die nur noch auf dem Papier verfestigen. So, ich hole mal kurz das da unter das Drehbar, meistens gerade nicht. Ich habe mir mal was auf dem Vorrat gepackt. So, es geht. So, es geht. Weiter.
so sieht das jetzt aus. Dann nehme ich das Washi-Tape, was hier noch eben lag. Ach, da liegt es. Nämlich das von Teddy, das Klebern, und das mich dünner ist. Noch was dünner. Tut mir leid für die komische Belichtung. Ja. Aber die nächsten Videos werden ein bisschen besser diesmal. So. So sieht es bis jetzt aus. Diesen Sticker. Die sind von so, so sieht der Bogen aus, aber das sind das andere, es gibt verschiedene. Jetzt lege ich die Ananas hier hin. Und den Flamingo. Das Open-Schild kann ich direkt daneben. Und hier oben da oben und da unten nehme ich die Stickers. Hier oben. Oh.
2 hier und hier. So sieht das jetzt aus. Man kann nur fokussen. So. Ja, Mandy, das war mein Goodie Bag. Ich kann noch einige basteln. Und ja. Ich kann das ja euch mal zeigen. Ich habe ganz viele Uschel gekauft. Zum Beispiel hier habe ich von Aldi das mal. Diese 60 Briefuschel, das sind DIN A lang. Dann habe ich noch von Teddy diese 40 Briefuschel, alles in weiß noch. Und dann habe ich noch 2 Packen 100er. Und da kann ich noch einige draus machen und ich möchte auch noch einige draus machen. Ach ja, von denen habe ich auch 2, ich weiß doch. Ich habe von was ihr jetzt gerade oben seht, davon habe ich auch 2 Packen. Also kann da sehr viel basteln. Das werde ich auch. Und ja. Demnächst kommen auch wieder ein paar Videos. Demnächst kommt auch wieder eine Box-Anleitung. Denn ich habe eine Box gefunden. Ich will mal eine größere Box basteln wieder. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao, euer Basteljunge.